are on a fast track to climate disaster. Ohne entsprechende Gegenmaßnahmen könnte die Erde unbewohnbar werden. Ich drehe die Ölpipeline zu. Die Irreversibilität der Veränderung ökologischer Systeme ist, glaube ich, einfach noch nicht begriffen worden. We cannot be radical enough in dealing with this issue. Sekundenkleber tatsächlich an die Straße geklebt. What we do over the next 3 to 4 years, I believe, is going to determine the future of humanity. Investing in new fossil fuel infrastructure is moral and economic madness. Wir gehen in den friedlichen zivilen Ungehorsam, der wir nicht länger zuschauen können. Was wirst du tun? Hallo in die Runde, schön, dass ihr da seid. Und hallo an die Menschen hinterm Bildschirm oder an diejenigen, die gerade in einem Kino sitzen. Ich bin Lisa, ich bin 20 Jahre alt, mache jetzt in den nächsten Monaten mein Abitur fertig und bin seit jetzt schon fast 1,5 Jahren bei der letzten Generation und blockiere seitdem her immer mal wieder Straßen und mache zwischendurch Vorträge und Protesttrainings wie heute hier. Genau. Und du? Hi, ich bin Raphael, ich bin 37 Jahre alt, habe ein bisschen mehr als 10 Jahre als Journalist gearbeitet, bevor ich Anfang diesen Jahres zur letzten Generation gewechselt bin, mache ganz viel Pressearbeit und freue mich auf die Berlin-Phase, freue mich aufs Blockieren. Wir zeigen euch heute ein vollwertiges Protesttraining, das heißt mit allen inhaltlichen Teilen, die so ein Protesttraining haben wird und auch ein paar Übungen, die wir mit TeilnehmerInnen heute darstellen werden. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann werden wir euch am Ende nochmal alles erklären, was die nächsten Schritte sind. Also schaut gerne bis zum Schluss und connectet euch dann mit uns. Wir wollen euch heute unsere Protestform der Straßenblockade näher bringen. Das heißt, einerseits auf die Strukturen und Werte der letzten Generation eingehen und kennenlernen, den Ablauf einer Blockade schildern und die dazu folgenden Konsequenzen mit euch durchsprechen, euch Angst nehmen, die Entscheidung leichter machen, ob ihr bereit seid oder ob ihr nicht bereit seid, in den zivilen Ungehorsam mit uns zu gehen. Unsere zivile Widerstandsbewegung fußt auf einer ganzen Handvoll Werten. Und der wichtigste Wert ist natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, ist zivil, es ist friedlich. Ja, wir leisten Widerstand, aber haben dabei einen ganz klaren Konsens. Und der ist Gewaltfreiheit. Wir haben eine gemeinsame Vision davon, wie wir miteinander sein wollen und wo wir hinwollen. Wir haben eine regenerative Kultur. Das heißt, wir versuchen nicht auszubrennen in dem, was wir tun. Wir hinterfragen und reflektieren uns laufend, weil wir eine offene, willkommen heißende Struktur sein wollen. Und unsere Strukturen sind transparent. Also man kann immer fragen, woher kommt diese Entscheidung oder wo muss ich diese Frage hinstellen, wo kann ich was machen, und man wird immer eine Antwort bekommen. Es gibt nichts zu verstecken. Und wir haben auch einen klaren Konsens, wie wir unsere Proteste machen. Das heißt, klar, unser Protest entspricht immer unseren Werten. Wenn wir auf der Straße sind, wenn wir in unseren Meetings sind, verhalten wir uns entsprechend unserer Werte. Und das heißt vor allem, wir sind absolut gewaltfrei. In unseren Handlungen, in unserer Sprache, untereinander, im Kontakt mit der Öffentlichkeit, aber natürlich auch im Kontakt mit Leuten, die uns vielleicht nicht so cool finden. Wir achten darauf, durch unseren Protest niemals fließenden Verkehr zu stören. Wir betreten die Fahrbahn immer erst, wenn der Verkehr steht, also wenn die Ampeln entsprechend auf Rot sind. Wir lassen Rettungswägen natürlich immer durch, bilden bei jedem Protest eine Rettungsgasse. Wir führen logischerweise keine Proteste unter Alkohol- oder Drogeneinfluss durch. Wir kreieren immer eine Stimmung oder wir versuchen immer eine Stimmung zu kreieren, eine Atmosphäre, in der sich jeder wohlfühlt, in der es eine schöne Atmosphäre herrscht, in der jeder mit seinen Bedürfnissen da sein kann. Niemand soll jemals sich zum Protest gezwungen fühlen, es soll kein Gruppendruck entstehen, es soll immer klar sein, hey, ich gehe jetzt bis hierhin und ich habe auch keinen Bock weiterzugehen oder ich steige jetzt ganz aus. Und das ist super gut, weil es wichtig ist, dass jeder und jede sich um die eigenen Bedürfnisse kümmert. Wir achten aufeinander, gucken, dass es allen gut geht. Wir sind bereit,
sämtliche staatlichen Konsequenzen für unseren zivilen Widerstand auf uns zu nehmen. Und uns ist bewusst, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und dass das, was wir sagen in der Presse und sonst wo, teilweise auch gegen uns verwendet wird. Aber Pressearbeit ist natürlich ein wichtiger Teil und oft ja auch von Erfolg gekrönt. Bevor ich jetzt darauf eingehe, wie so eine Straßenblockade abläuft und wie wir uns davor so koordinieren und was damit so zu erwarten ist, gehe ich jetzt erstmal auf die rechtlichen Konsequenzen ein, die so eine Blockade haben kann. Und zwar sind das jetzt hier nur kleine Grundlagen und Basics. Ich würde euch immer alle empfehlen, ein Legal Training zu besuchen. Da sitzen dann auf jeden Fall Menschen drin mit mehr Expertise, die irgendwie teilweise aus einem rechtlichen Hintergrund kommen und Jura studiert haben. Das habe ich alles nicht, aber ich erkläre euch trotzdem mal das, was ich so erzählt bekommen habe. Und zwar ist zum einen immer der Straftatvorwurf Nötigung sehr wahrscheinlich. Aus dem Hintergrund, weil wir Menschen daran hindern, einen Ort zu verlassen. Ohne Vorstrafen endet es meistens in einer Geldstrafe. Genau, und zwar werden wir meistens in Tagessätzen bestraft. Das heißt, ein Tagessatz besteht aus so viel, wie man durchschnittlich verdient. Wenn Raphael jetzt zum Beispiel blockiert hat und dann Journalisten verdienen richtig viel Geld, ein Strafbefehl bekommt und da 20 Tagessätze drin steht, dann legt er natürlich erstmal Einspruch ein, damit das Ganze vor Gericht geht. Und dann wird es vor Gericht geklärt. Und wenn die Rechtsanwältin sagt, okay, 20 Tagessätze finde ich gerechtfertigt, dann musst du das zahlen, was du so an 20 Tagen durchschnittlich verdient hast. Natürlich versuchen wir auch, die Gerichte auszunutzen. Das heißt, versuchen wir immer, durch höhere Instanzen zu gehen und Revision einzulegen. Aber wenn du schon vorbestraft bist, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, dass auch härtere Repressionen gezogen werden. Generell ist es immer abhängig von den RichterInnen und wir können jetzt auch nicht eine umfassende Erfahrung geben, einfach weil unsere Prozesse gerade noch voll im Laufe sind. Es gibt so diese Grenze, man kriegt, wenn man noch nicht vorbestraft ist, bei einer Blockade eher weniger ein Eintrag ins Führungszeugnis. Es ist so, dass man bei mehr als 90 Tagessätzen einen Eintrag ins Führungszeugnis bekommt oder wenn man zwei Strafen hat. Das heißt, du hast eine Blockade gemacht und dann kam es zum Prozess und dieser Prozess ist abgeschlossen und du hast 20 Tagessätze bekommen und dann hast du nochmal eine Blockade danach gemacht und bekommst diesmal wieder 30 Tagessätze und zusammengerechnet sind es dann 50 und dann hast du auch einen Eintrag ins Führungszeugnis, auch wenn es unter 90 sind. Wir werden meistens nicht so hart belangt, aber natürlich können wir das jetzt vorher nicht sagen, was ihr bekommen werdet. Es gibt auch noch den Straftatvorwurf Widerstand gegen VollstreckungsbeamtInnen. Der ist auch oftmals drin, wenn wir uns gerade festgeklebt haben. Genau, und da läuft es wieder gleich ab. Wenn du weniger als 90 Tagessätze hast oder das deine erste Strafe ist, dann hast du noch keinen Eintrag ins Führungszeugnis, anderenfalls schon. Generell gibt es auch noch weitere Straftatvorwürfe, die möglich sind, wie gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Das ist dann gegeben, wenn wir nicht blockieren, wenn wir in den fließenden Verkehr eingreifen und nicht an Ampelübergängen blockieren. Genau, dann passive Bewaffnung, falls ihr irgendwas dabei habt, was jetzt irgendwie, zum Beispiel hat mal ein Mensch von uns passive Bewaffnung vorgeworfen bekommen, weil dieser Mensch Motorradkleidung anhatte, das zählt dann darunter. Es kann auch passieren, dass Menschen zivilrechtlich klagen, das heißt, wenn AutofahrerInnen Schadensersatz geltend machen wollen, wenn da jetzt zum Beispiel ein Handwerker oder Handwerkerin im Stau sitzt und die da eine Klage einlegt. Das kam bis jetzt noch nicht vor, einfach aus dem Hintergrund, weil die Menschen erstmal ganz viel vorne ab zahlen müssen und das zur Anklage bringen müssen. Kann aber auf jeden Fall vorkommen. Falls ihr nochmal Fragen habt, wie gesagt, gerne ins nächste Legal Training gehen. Die sind meistens online. Oder wenn es ganz spezifische Fragen sind, dann schreibt gerne an legal@letztegeneration.de. Unsere Kampagne ist radikal gewaltfrei. Und um so ein bisschen darüber zu reflektieren, was bedeutet denn Gewalt und was bedeutet gewaltfrei, gehen wir zu bestimmte Begriffe durch und schauen, was ihr damit assoziiert. Vielleicht erkläre ich euch erstmal das Spektrum der Gewalt. Wir versuchen die Gewalt immer in drei Teile einzuteilen. Das heißt, einerseits gibt es die Gewalt oder das Gewaltvolle. Das heißt, folgende Eigenschaften werden damit assoziiert. Das ist Verachtung, Gewalt, Falschheit,
Manipulation, Arroganz. Dann gibt es die Anteilnahmelosigkeit. Das heißt, man ist komplett passiv. So ein Beispiel dafür ist, wenn man zum Beispiel auf dem Bus wartet, also sich nicht mit irgendwas auseinandersetzt oder in der U-Bahn sitzt. So Eigenschaften sind so Langeweile oder Flachheit, unbeteiligt sein. Und dann gibt es die Gewaltfreiheit. Da werden so Eigenschaften mit assoziiert. Das ist so stark, Respekt, Wahrheit und Aufrichtigkeit. Und das ist das, was wir anstreben bzw. woran wir uns halten. Man kann sich das generell so vorstellen, dass die Anteilnahmelosigkeit, das ist wie so, man kann sich das bildlich vorstellen, oder ich stelle mir das vor wie so eine Gitarre. Wenn so eine ganz lockere Gitarrenseite, das ist so die Anteilnahmelosigkeit, die klingt einfach blöd, weil die viel zu locker ist und rumhängt und kann auch nicht bespielt werden. Dann gibt es die Gewalt oder gewaltvoll sein, das ist so eine Gitarrenseite, die ganz, ganz doll gespannt ist. Wenn man anfängt, die zu spielen, dann macht es Peng und die ist gerissen. Und dann gibt es die Gewaltfreiheit. Das ist natürlich die perfekt gespannte Gitarrenseite, die dann super, super schön klingt. Und das Ziel ist natürlich immer, dass wir gewaltfrei bleiben und damit eine Spannung in der Gesellschaft kreieren. Dass wir weisen mit unserem gewaltfreien Protest, mit unserem gewaltfreien Widerstand auf ein Problem, auf die Klimakrise hin, erzeugen so eine gesellschaftliche Spannung. Und niemand mag Spannungen, von schon gar nicht Regierungen, schon gar nicht Mitbürger. Und deswegen werden diese Spannungen dann bearbeitet. Und um das zu erreichen, wollen wir natürlich die perfekt gestimmte Gitarrenseite. Soll ich die Übung ansagen und du liest vor? Und zwar haben wir jetzt eine kleine Übung mit euch vorbereitet. Da geht es darum, mal so ein bisschen herauszufinden, okay, was könnte diese Gewaltfreiheit sein? Das machen wir so anhand von sehr fiktiven und sehr leicht interpretierbaren Beispielen fest. Das heißt, es gibt jetzt nicht dieses genaue, okay, das ist richtig und das ist falsch, aber es gibt so ein paar Richtungen, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, diese Gewaltfreiheit kennenzulernen. Und zwar gibt es in einer Ecke Gewalt. Dann gibt es in der anderen Ecke Anteilnahmelosigkeit, also dieses Gewaltvolle ist komplett geladen und dann dieses Anteilnahmelosigkeit ist komplett passiv und dann gibt es die Gewaltfreiheit. Und wir gucken jetzt einfach mal, was ihr da so für Gefühle habt. Und ich lese euch ein paar Beispiele vor. Und ihr könnt schon mal aufstehen, euch ausschütteln und dann zuordnen. Da müsst ihr euch dann so in die Richtung stellen. Eine Protestierende streitet mit einer Autofahrerin über die Klimakatastrophe. Ist das gewaltvoll? Ist das passiv? Ist das gewaltfrei? Also ich sitze auf der Straße, habe mich angeklebt und ich streite mit einer Autofahrerin über die Klimakatastrophe. Streitet. Also schon eher nicht diskutieren. Ihr habt alle das Gefühl, das ist gewaltvoll. Genau, es ist irgendwo zwischen Gewalt und gewaltfrei, aber natürlich viel näher an der Gewalt. Die Polizei fordert die Protestierenden auf, zu gehen. Alle gehen von der Straße. Ist das passiv, ist das gewaltvoll oder ist das gewaltfrei? Was denkst du, Renate? Ich denke eher passiv. Warum? Na, weil ich selber ja nichts, keine Handlung, ich reagiere ja nur auf die Forderung sozusagen der Polizei. Warum steht ihr bei gewaltfrei? Weil wir der Forderung nachgehen. Genau. Um die Widerstand zu leisten. Aber da kommt ja keine Spannung auf. Die Polizei sagt euch was und ihr geht weg. Das ist ja kein ziviler Widerstand. Deswegen ist es eigentlich so ein bisschen anteilnahmslos und passiv. Okay. Aber ihr könnt euch jetzt noch darüber stellen, dann hat das keiner gesehen. eine Autofahrerin greift mich an und ich schütze mich. Drei, zwei, eins. Kilian, warum stehst du da, wo du stehst? Ich stehe bei gewaltfrei, weil ich ja aktiv was mache. Ich schütze mich vor der Person. Und nehme ich passiv alles auf
oder stelle mich denen entgegen. Ja, genau. Cool, sehr gut. Genau, oder Carlos, Carlo, warum fandest du es gewaltvoll? Ja. Die Situation ist natürlich gewaltvoll. Der Autofahrer greift mich an, aber ich bin gewaltfrei, weil ich schütze mich ja nur. Ich gehe vielleicht in die Hocke und sage, bitte nicht. Ja, ist schwierig für mich, weil ich da kann ich rückbleiben kann, wenn sowas auf mich zukommt. Das klar, ist das ist schwer. Ja, da muss man aufpassen. Ja. Danke. Bevor es ein bisschen aktiver wird und wir noch ein paar Übungen machen, erzähle ich erstmal, wie sich so ein Straßenblockade-Team aufbaut. Und da verwenden wir ganz viele sehr, sehr komische Begriffe, die sehr witzig sind und die auch erstmal verwirrend sind. Mit der Zeit lernt man auf jeden Fall damit umzugehen und das macht uns ein bisschen im Sprachgebrauch einfacher, das alles so ein paar Gruppen zu stecken. Und zwar haben wir zum einen die Biene. Die Biene ist ein oder eine Aktivistin, die in Protest geht. Dann haben wir eine Bezugsgruppe. Das ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen protestieren und die zusammen in Protest gehen. Die lernen sich schon vor der Aktion kennen, vom Protest kennen. Das heißt, die kennen voneinander, die sind zusammen in einer Signalgruppe, wissen von Ängsten und Sorgen oder auch Krankheiten. Und in diesen Bezugsgruppen findet ein sehr wichtiger Austausch statt und man kriegt alle Informationen, die werden dann durch die Bienenkönigin geteilt. Bienenkönigin, das ist das nächste Wort. Das ist die Biene, die Kontakt zum Backoffice bekommt und alle Informationen sammelt und euch weitergibt als Bienen. Das heißt, sie weiß, wo der Ort denn sein wird und ist dafür zuständig, dass sich alle in der Bezugsgruppe wohlfühlen und alle Informationen haben, die benötigt werden. Dann gibt es ein Buddypaar. Ein Buddypaar besteht aus 2 bis 3 Menschen, die zusammen in Protest gehen. Die bilden ein Pärchen und kennen sich gut vorab schon, wissen voneinander, sie wissen von Ängsten und Sorgen voneinander und treffen zusammen Entscheidungen. Dann gibt es die Pressebiene. Die Pressebiene, die hat ein extra Pressetraining hinter sich und kennt das aktuelle Framing und die Strategie. Es ist wichtig, dass wenn in der Blockade spricht immer die Pressebiene mit der Presse, einfach aus diesem Grund, damit wir unsere Forderungen ganz klar und das Framing der Kampagne ganz klar und explizit vorbereitet nach außen bringen können, weil wir alle wissen, dass die Presse natürlich nicht nur uns wohlgesonnen ist und damit wir auch die Information gerade so drin haben, wie wir das gerne hätten, bestenfalls. Genau, dafür gibt es auch extra Trainings, also falls ihr Pressebienchen werden wollt, dann macht es gerne. Dann gibt es in Action Support Personen, auch Hummeln genannt. Diese Personen sind Teil des Blockadeteams, blockieren aber nicht genauso wie die ganzen Bienen, sondern filmen und fotografieren das Ganze. Einerseits, damit wir das später verfolgen können, zum Beispiel in einem Prozess, damit Bilder verwendet werden können, aber auch einfach, damit wir wissen, dass es euch gut geht, was gerade passiert, damit wir im Hintergrund auch einschreiten können, wenn zum Beispiel Menschen in Gewahrsam kommen, dass wir euch dann davon abholen können. Zuletzt gibt es noch das Backoffice. Das ist der Kontakt während des Protestes, wo man nochmal anrufen kann mit einem Handy, um weitere Informationen zu bekommen oder auch, wenn man mal abweichen muss wegen irgendwelchen Ereignissen, dass man da nochmal jemanden im Hintergrund anrufen kann. Dann würden wir euch einmal gerade Schritt für Schritt durchführen, wie so eine Blockade abläuft. Jede Blockade wird natürlich geplant und am Abend vor der Blockade bekommt ihr ein Briefing zu der Aktion von eurer Bienenkönigin. Da bekommst du alle Infos bis auf den genauen Ort. Hier können auch Fragen gestellt werden und alles letzte Sachen geklärt werden. Morgens trefft ihr euch mit eurer Bezugsgruppe und vielleicht noch anderen Bezugsgruppen, die an der Blockade teilnehmen. Mir macht einen Treffpunkt aus für nach der Aktion. Für den Fall, dass ihr nicht in Gewahrsam genommen werdet, könnt ihr euch dann wieder treffen in einem Café, auf einem Platz, in einem Park, um so ein bisschen nachzubesprechen, wie es war. Dann geht ihr los zum Blockadeort, am besten unauffällig und in kleinen Gruppen und nicht schon die schönen orangenen Westen anziehen. Ihr kommt an die Fußgängerampel und sobald diese auf grün springt, geht das Blockadeteam auf die Fahrbahn, breitet die Banner aus, zieht sich die Westen an
und setzt dich hin. Die Polizei trifft am Blockadeort ein. Das ist der Augenblick, wenn wir uns festkleben. Die, natürlich, die wollen, müssen nicht alle und schon gar nicht die Person, die die Rettungsgasse bildet, die klebt sich nicht an. Warum kleben wir uns erst an, wenn die Polizei vor Ort ist? Weil vorher durchaus Gewalt passiert von Passantinnen und die achten nicht darauf, ob wir angeklebt sind. Außerdem ist es ja noch nicht notwendig. Deswegen kleben wir uns erst an, wenn die Polizei da ist, damit die uns nicht so einfach räumen kann. Falls die Polizei das Ganze als eine Versammlung anerkennt, fragt sie vielleicht nach einem Versammlungsleiter. Aber keiner von uns meldet sich dann. Sie sagt dann, der Blockadeort kann bitte auf dem Gehsteig sein. Das interessiert uns aber nicht. Sie löst die Versammlung auf. Interessiert uns auch nicht weiter. Dann kommt ein Polizist, eine Polizistin zu jedem von uns, spricht uns einzeln an und sagt, könnt ihr die Fahrbahn bitte verlassen? Sie sagt auch, was passiert, wenn ihr es nicht tut, Schmerzgriffe wegtragen und. Also, dann trägt sie uns weg, löst uns von der Straße, trägt uns zur Seite, nimmt unsere Personalien auf, durchsucht uns, beschlagnahmt gegebenenfalls Dinge wie Kleber und gibt uns einen Platzverweis. Mein Platzverweis beim letzten Mal war, ich durfte nicht mehr ins Regierungsviertel für 48 Stunden. Deswegen ist es auch wichtig, den Treffpunkt für danach am besten ein paar Kilometer entfernt zu wählen, damit er nicht innerhalb des Platzverweis ist. Wir gehen, wir entfernen uns vom Ort der Blockade. Wir treffen uns wieder am Treffpunkt, machen einen Debrief, sprechen also über das Erlebte, wie es uns ging, was passiert ist. Wir sehen zu, dass es uns gut geht, trinken also was Warmes oder im Sommer was Kaltes, essen was. Wir beenden die Aktion gemeinsam oder gehen einfach direkt wieder in Aktion, weil es so schön war. Für den Fall, dass wir in die GESA kommen, in die Gefangenen-Sammelstelle, und da sagt Lisa gleich noch ein bisschen was dazu, können wir natürlich nicht nochmal in Aktion gehen. Falls wir in die GESA kommen, kommen wir eventuell von Richter. Dabei ist es wichtig, dass wir immer ehrlich kommunizieren, wir lügen nicht, wir sagen, ja, ich war auf der Straße, ja, ich mache das wegen der Klimakrise. Meistens kommt man dann so ungefähr gegen 22 Uhr aus der Polizeistation wieder raus. Wir werden abgeholt von Leuten aus dem GESA-Support. Genau, ja. Und wenn man zwei Aktionen innerhalb von 48 Stunden macht, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man in der GESA landet. Wir gehen jetzt darauf ein, was so in Berlin hier ist. Wir sind nämlich gerade in Berlin und wir blockieren meistens in Berlin. Deswegen erzähle ich euch die Rahmenbedingungen dazu. Und zwar ist es in Berlin so, dass man bis maximal 24 Uhr des Folgetages ohne richterlichen Beschluss in Gewahrsam genommen werden kann, das heißt in einer Zelle ist. Der typische Ablauf ist so, es werden GESA-Transporter geholt von der Polizei. Das sind so große Wägen, wo man so kleine Zellen drin hat. Dort muss man dann einsteigen. Und das kann sein, dass man mehrere Stunden erstmal dort warten muss, ohne Beschäftigungsmöglichkeiten. Dann irgendwann, wenn man noch keine erkennungsdienstliche Behandlung hat, dann bekommt man eine. Das heißt, man wird komplett durchsucht und Kleidung und Taschen werden durchsucht. Es kann passieren, dass ihr euch nackt ausziehen müsst. Das kam bis jetzt noch nicht vor und da kann man auch ziemlich gut gegen Einspruch einlegen und das Ganze protokollieren lassen. Es könnte aber passieren, dann werdet ihr gewogen und eure Größe wird gemessen. Es werden Fotos aus verschiedenen Winkeln gemacht. Grimassen schneiden und Augen zu machen wird meist akzeptiert. Und wenn ihr dann in der Kamera wegschaut, also wenn du dich jetzt wegdrehst und so, dann wird meistens unmittelbarer Zwang angewendet. Das heißt, die Polizei kommt und packt deinen Kopf und hält ihn in die Kamera. Es werden Finger- und Handabdrücke genommen durch so einen Scanner. Das ist so dieser typische Ablauf. Und was ganz wichtig ist, wir haben Rechte in Gewahrsam. Und zwar ist das eine, dass uns, und auch somit das Wichtigste, dass uns ein erfolgreicher Anruf zusteht. Und da rufen wir immer den EA an. Das ist der Ermittlungsausschuss. Das ist so eine ganz normale Telefonnummer, die ich jetzt nicht auswendig kann, aber die schreiben wir uns auf dem Arm oder auf dem Bein irgendwo hin, damit wir die dabei haben. Und können dann sagen, hey, mir steht ein Anruf zu, kann ich mal telefonieren? Dann sagen die ja oder die sagen, okay, du musst noch 2 Stunden warten. Und dann ruft ihr dort an und dann sagt ihr entweder dem EA, oh, hallo, ich sitze jetzt zum ersten Mal hier in Gewahrsam, was möchtet ihr von mir wissen? Und dann wollen die meistens deinen Namen wissen und was euch vorgeworfen wird. Wir sprechen in Gewahrsam nie davon, was wir getan haben, weil das direkt als Schuldeingeständnis genau gelten kann, sondern wir sagen immer, was uns vorgeworfen wird. Uns wird Nötigung vorgeworfen oder mir wird gerade Nötigung vorgeworfen und der EA sammelt das alles und leitet das weiter. Das ist auch immer ganz wichtig, also uns steht ein Anruf zu, der auch zugestellt wird. Das heißt, wenn der Ermittlungsausschuss mal nicht rangehen sollte, was eher selten passiert,
Wisst ihr aber auf jeden Fall, okay, ihr habt die Möglichkeit, nochmal anzurufen. Oftmals sagen die uns auch, hey, du bist jetzt die 10. Person, die hier drin sitzt und dieselbe Nummer gehen möchte und anrufen möchte. Dann sagt ihr, ja, das möchte ich machen. Mir steht ein Anruf zu. Beim Ermittlungsausschuss, das sind ja Personen von uns, von der letzten Generation, da sind dann so gespeichert, ob ihr zum Beispiel eine Person anrufen wollt, wenn ihr in Gewahrsam ist. Das heißt, Renate ist zum Beispiel in Gewahrsam und Renate sagt mir vorab, hey, wenn ich länger als 2 Stunden in Gewahrsam bin, dann möchte ich, dass Carlo angerufen wird. Und dann wirst du angerufen, Carlo, von uns. Genau, der Ermittlungsausschuss weiß dann auch vorab am besten Bescheid, ob ihr irgendwie Medikamente braucht oder so. Und fragt auch einfach, wie es euch geht und ob ihr was braucht oder ob wir gegebenenfalls, falls irgendwas vorfällt, RichterInnen reinschicken sollen. Wenn ihr in Gewahrsam seid, da gibt es dann so eine, ja, wie so eine Klingel, die man drücken kann. Die könnt ihr drücken, wenn ihr zum Beispiel auf Toilette möchtet oder essen wollt oder was trinken wollt. Essen kann man nach ein paar Stunden. Die hatten letztens sogar veganen Käse da. Und sonst, ihr habt ja immer ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das heißt, wenn euch kalt ist, dann könnt ihr nach einer Decke fragen und bekommt die. Generell könnt ihr immer Protokoll anfordern. Das heißt, wenn jetzt etwas beschlagnahmt wird, wie meistens sind es bei uns Banner oder Weste, könnt ihr ein Protokoll anfordern, damit das nochmal schriftlich bestätigt wird und auch gegen jede Maßnahme einen Widerspruch einlegen. Wenn ihr einen Widerspruch einlegt, müssen die Maßnahmen dann vor Gericht gerechtfertigt werden. Das heißt, wenn ihr bei der ED-Behandlung seid, also erkennungsdienstliche Behandlung, und Fingerabdrücke genommen werden, dann könnt ihr sagen, hey, da lege ich einen Widerspruch ein, das müssen die dann notieren. Das heißt, das können sie trotzdem tun, aber ihr habt dem Ganzen widersprochen. Und dann, wenn es zu einem Gerichtsprozess kommt, dann wird es nochmal gerechtfertigt werden müssen. Das ist so eine der wichtigsten Regeln, die noch in Gewahrsam sind. Zudem, wir haben die Nummer auf dem Arm EA, also Ermittlungsausschuss. Ist das andere, wir unterschreiben nichts. Einfach aus Sicherheitsgründen, weil wir nicht wissen, ob im Nachhinein noch irgendwie was dazu geheftet werden kann. Wir müssen nichts unterschreiben. Die Polizei beruft sich immer darauf, dass wir es unterschreiben sollen, aber die können es auch durch 2 BeamtInnen gegenzeichnen lassen, dass einer unterschreibt und andere Person auch. Genau. Und wir unterschreiben nichts. Also selbst wenn wir am Ende rauskommen und hier, ihr habt eure Sachen wieder, müsst ihr selbst sagen, das muss ich nur unterschreiben. Das heißt, ich habe mir immer auf dem Arm die Nummer des Ermittlungsausschusses, also EA, hingeschrieben und nochmal nichts unterschreiben und dann nochmal vorgeworfen den Begriff, damit ich alles richtig mache. Wenn ihr denn rauskommt, dann sind meistens Menschen von uns und warten dort auf euch mit ganz viel Süßigkeiten und Tee und schenken euch Umarmungen. Und dann, genau, ruft ihr nochmal den Ermittlungsausschuss an und sagt, hey, jetzt bin ich wieder draußen, damit die wissen, dass wir wieder frei sind. Und dann macht ihr am Abend noch am besten ein Gedächtnisprotokoll, also einfach mal aufschreiben, hey, was ist in der Blockade passiert und was ist in Gewahrsam passiert, damit ihr das nochmal irgendwie genau parat habt. Generell kann man auch immer ganz gut darauf achten, was zieht man an, weil man darf in Gewahrsam nicht immer alles an Kleidung mitnehmen, was man so anhat. Aus dem Grund, wenn zum Beispiel in einer Jogginghose ein Bändelchen dran ist, muss das abgenommen werden, damit man sich damit selbst nicht in Gewahrsam strangulieren kann. Schnürsenkel müsst ihr auch da lassen, wenn ihr Schnürsenkel habt. Also zieht vielleicht Schuhe an, die keine Schnürsenkel haben, oder ihr müsst sie danach wieder reinfriemeln. Genau, sowas vielleicht drauf achten. Es gibt immer, also in Gewahrsam kann es unglaublich langweilig werden, deswegen schlage ich euch noch ein paar Dinge vor, die ihr dort am besten tun könnt. Zum einen ist es singen. Irgendwie ein paar Lieder, die ihr so auf Lager habt. Dann könnt ihr dort rumtanzen, summen. Man kann sich Gedichte ausdenken. Man kann Yoga machen oder allen anderen Sport, den man gerne macht. Man kann seine Rechte einholen, also aufs Klo gehen, Wasser trinken, etwas essen, anrufen. Ja, sonst aber fantasiefreien Lauf. Stift kriegt man nicht mit rein. Es kann sein, dass ihr ein Buch mitnehmen dürft. Deswegen am besten ein Buch mit einstecken, bevor ihr in Protest geht. Sonst, falls ihr es noch nicht so euch gut vorstellen könnt, was in Gewahrsam so abläuft, wir haben auf jeden Fall einen Podcast von der letzten Generation auf Spotify und vielleicht auch auf anderen Plattformen.
Bestimmt. Bestimmt. Warst du schon mal in Gewahrsam? Ja. Sag doch mal in 3 Sätzen, wie es war für dich. Langweilig. Ich habe sehr viel geschlafen, weil ich sehr, sehr müde war. Und dann kam ich wieder raus und habe ganz, ganz viele Süßigkeiten gegessen. Klingt nicht so schlecht. Nee. Genau, wir können uns auch immer dran, also die meisten, die mit uns in Protest gehen, sind natürlich auch sehr privilegiert, weiß, sprechen Deutsch. Da geht es uns meistens nicht allzu schlecht in Gewahrsam. Und vielerorts kennt uns die Polizei mittlerweile auch und haben dann, wie gesagt, dann die veganen Käse da und man weiß schon, wo man langlaufen muss. Und das ist alles ein bisschen, da wird einem nicht die Hand auf den Rücken gedreht oder so, sondern es ist ein bisschen wie so ein Standardprozedere mittlerweile oft. Ja, stimmt. Ja, ich glaube auch, also hört euch total gerne nochmal die Podcast-Folge an, wo nochmal sehr viele Erfahrungsberichte geteilt werden. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ihr könnt euch vorstellen, dass so eine Aktion stressig ist. Ihr stellt euch auf die Straße, ihr zählt die Westen an, ihr setzt euch hin, bam, stehen die Autos vor euch, Autofahrer schreien, die steigen vielleicht aus, da sind Passanten, die Stress machen. Es ist ziemlich viel los, vielleicht wird einer von euch da drüben weggezerrt und ihr sitzt da und das ist aber auch wunderschön. Also die Erfahrung dazu sitzen, ich fand sie wunderschön zu merken, ich unterbreche den Gang der Dinge und mir hat es auch eine Ruhe geschenkt. Aber diese Ruhe zu behalten ist nicht immer super einfach und deswegen zeigen wir euch gerade mal ein paar Übungen, die euch vielleicht helfen können, in dieser Situation ruhig zu bleiben. Vielleicht habt ihr schon mal meditiert, Yoga gemacht, solche Sachen. Und deswegen wisst ihr ja, man kann sich aktiv entspannen. Und eine Übung ist zum Beispiel langsam ausatmen. Ihr könnt alle mal langsam ausatmen. Und dabei länger ausatmen, als das Einatmen ist. Und ihr könnt das alle mal machen. Wir können es ja mal 3 Atemzüge lang machen. Und ihr vor den Bildschirmen könnt das natürlich auch mal machen. Und ich nehme sofort wahr, wie mein Körper ruhiger wird. Wie ich ruhiger wird, wie mein Nervensystem runterfährt, ich präsenter werde. Und vielleicht auch ein bisschen mehr merke, ich sitze hier auf meinem Arsch, auf diesem Stuhl. Und das ist auch schon so die zweite Übung, die mir immer total hilft. Auch im Alltag mache ich das oft. Wenn ich gestresst bin, wenn ich Angst habe, wenn ich nervös bin, dann nehme ich erstmal wahr, ich sitze hier. Ich sitze auf der Erde in dem Augenblick. Meine Füße sind auf dem Boden. Ich sitze auf diesem Stuhl. Wenn ich im Schneidersitz auf der Straße sitze, dann nehme ich einfach wahr, wo ich gerade den Asphalt berühre. Und das gibt mir wirklich einfach eine Erdung. Gibt mir eine Schwere und gibt mir eine Sicherheit. Und das Dritte, was ich immer super finde, ihr kennt das vielleicht, das finde ich immer das beste Beispiel, der Löwe rennt der Antilope hinterher, rennt und er erwischt sie so fast. Und die Antilope wird vielleicht so umgeschleudert, aber schlägt dann Haken und entkommt dem Löwen, rennt weg und dann der letzte Shot im Tierfilm ist immer, wie die Antilope da steht und sich so einmal schüttelt. Und dann so fröhlich weiterläuft. Und das können wir Menschen auch. Nämlich schütteln, entspannt, das Nervensystem. Und wir sitzen jetzt alle schon eine ganze Weile hier, deswegen wollen wir vielleicht alle mal aufstehen und gerade uns schütteln. Ihr im Kino könnt auch alle einmal aufstehen und euch schütteln, aber so richtig schütteln. In den Knien und die Füße und den Kopf. Schütteln. Und je mehr ihr schüttelt, desto mehr entspannt sich das Nervensystem. Gut. Crashkurs. Blitzentspannung. Das könnt ihr natürlich machen, vor allem wenn die Polizei euch schon weggebracht hat, ihr irgendwo steht, die Personalien der anderen aufgenommen wird und ihr merkt so, oh krass, ich habe noch ganz viel Anspannung im Körper. Einmal schütteln. Gut? Lisa, Klebe Skillshare. It's getting interesting. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall erstmal richtig entspannt. Gibt es hier gerade eine freiwillige Person, die sich vorstellen kann, mal kurz festzukleben? Habt ihr was zum Lösen da? Ja. Okay. Ja, dann. Kilian. Erstmal Applaus für Kilian. Wir nehmen uns mal ein Banner. Das ist doch perfekt zum Festkleben. Und zwar kennt ihr das alle. Wir kleben uns fest.
Und super viele fragen immer, hä, wie macht ihr das? Meistens mit handelsüblichen Sekundenkleber. Und ich zeige euch mal anhand von Kilian, wie das funktioniert. Wir haben Kleber. Ich habe Kleber mitgebracht. Wir machen das mal hier unten. Setz dich mal hin. So wie, als würdest du auf der Straße sitzen. Cool. Du sitzt dort, hast sozusagen die Straße blockiert und irgendwann kommt nicht Tatütata, doch, die Polizei macht auch Tatütata. Tatütata und die Polizei trifft ein, ihr seht Blaulicht und wisst, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um sich festzukleben. Da muss man ziemlich schnell sein, weil die Polizei sich beeilt, denn die weiß, wann wir uns festkleben. Willst du noch ein Sitzkissen, damit es bequemer ist? Am besten ist es immer, die Flaschen zu verwenden. Wenn es kalt ist, dann haben wir noch so Wärmepads, die helfen, damit die Hand nicht abfriert gefühlt. Ist es kalt, brauchst du ein Wärmepad? Nee. Nee, sonst kriegt man in der Apotheke für 1-2 Euro. Wenn wir diese Klebetuben verwenden, dann präparieren wir die davor, indem wir hier diese Sicherung rausnehmen. Möchtest du lieber ganz viel Kleber, so eine große Tube, oder reicht dir eine kleine? Ist mir egal. Ich glaube, zum Probieren reicht eine kleine. Und dann drücken wir das runter, bis das komplett auf ist. Und dann tragen wir den Kleber auf die Hand auf. Möchtest du das beide selber machen oder soll ich das auftragen? Also muss man dann da irgendwas beachten? Nee. Am einfachsten oder am besten ist es, gerade wenn man die kleinen Tuben nimmt, die Hand zusammen festzukleben und wenn man noch Zeit hat, noch einmal drumherum zu kleben mit dem Kleber. Jetzt nur drumherum? Oder? Du kannst ja so tun, als würdest du das jetzt einmal drin auftragen. So. Ja. Ja. Und da am besten auch eher weniger die Handinnenfläche, weil da ist es hohl und die Straße ist ja komplett gerade und die Hand ist nicht komplett gerade, deswegen bleibt in der Innenfläche sowieso ein Hohlraum. Super. Und dann einmal außen rum. Sehr gut. Ich glaube, das reicht auch schon erstmal. So zum Veranschaulichen. Das heißt, dann habt ihr euch festgeklebt, die Polizei macht meistens 3 Durchsagen und löst die Versammlung auf. Hiermit ist die Versammlung aufgelöst. Durchsage 1 und dann Durchsage 3 irgendwann. Und dann fangen die meistens an, uns zu lösen. Das machen die mit ganz normalem Speiseöl und entweder mit Pinsel oder die benutzen manchmal auch so einen Verband, den sie durchziehen. Ich habe keinen Verband gehabt, deswegen nehme ich einen Pinsel und dann kommen die an und blups, machen das so erstmal so irgendwie ein bisschen auf die Hand und lassen das einwirken. Und dann gehen die halt mit dem Pinsel da durch und man merkt, Kilian ist. Genau, und falls es weh tut, dann könnt ihr das auch natürlich laut sagen und schreien. Tut es weh, Kilian? Nee. Okay. Nicht. Und dann wird das Ganze abgemacht und dann habt ihr entweder in Gewahrsamzeit diese Klebereste zu entfernen. Moment, war das jetzt normal, dass es immer so schnell geht oder dauert das Ganze auf der Straße auch länger? Das dauert auf der Straße länger. Also dieser Untergrund ist jetzt auch sehr praktisch, weil das irgendwie so ein Plastik ist, wo man das einfach abziehen kann. Genau, und auf der Straße verwenden die meisten viel mehr Kleber. Und da kann es dann auch schon mal eine halbe Stunde bis Stunde dauern, gerade wenn man dann nochmal lautstark kommuniziert, dass es einem wehtut. Genau. Ja, danke, Kilian. Ja, raus. Klaro. Genau, sonst mit Handcreme gehen die restlichen Kleberückstände auch ganz easy weg. Sobald Kilian wieder da ist, gehen wir einmal durch, wie das ist, in der Straßenblockade zu sein. Und sitzt ihr gemütlich?
könnt ihr euch so die Augen schließen, könnt ihr euch da gerade einmal rein entspannen, ihr könnt euch auf den Boden legen, falls ihr euch dann besser etwas vorstellen könnt. Okay. Am besten ist, ihr sitzt bei der Übung alle so auf dem Boden, als würdet ihr auf der Straße sitzen. Das heißt, vielleicht eine Hand irgendwie auf dem Boden, als wäre die angeklebt. Ja. Sehr gut. Haben mich zu schnell gelöst. Ja, das kann ich ja so hinsetzen. Ja, du kannst auch sitzen bleiben, so wie. Und ihr könnt eure Augen schließen, wenn das für euch angenehm ist, wenn das geht. Und ein paar Atemzüge nehmen, um nochmal euch, um nochmal da anzukommen, wo ihr gerade sitzt. Es war ganz schön viel Input jetzt. Ihr im Kino, ihr könnt es auch machen. Vielleicht legt ihr eure Hand auf die Lehne und stellt euch vor, sie ist irgendwo angeklebt. Macht die Augen zu, ihr hört mich ja jetzt, ihr müsst mich nicht sehen. Und jetzt stell dir vor, es ist der Tag der Aktion. Du bist mit deiner Bezugsgruppe unterwegs, ihr seid kurz davor, auf die Straße zu gehen. Nimm dir mal einen Moment Zeit und guck mal in deinem inneren Auge rum, was um dich herum jetzt passiert auf der Straße. Da sind vielleicht Menschen, da sind vielleicht Autos, da ist ein Geschäft, da ist vielleicht eine Schulklasse. Nimm auch deine Bezugsgruppe wahr, Menschen, die du jetzt vielleicht schon ein bisschen kennst, mit denen du auf jeden Fall gestern Abend schon den Call hattest, um dich vorzubereiten. Beobachte die Autos, die vorbeifahren. Spür mal kurz, wie die Luft sich anfühlt, das Wetter, es wird jetzt wärmer, vielleicht ist es ein schöner Frühlings- oder Sommermorgen, vielleicht ist da Vögel zwitschern. Welche Geräusche hörst du an so einem Morgen in der Stadt, in Berlin, in München, in Hamburg, in Göttingen? Was riechst du? Vielleicht Bäume, vielleicht Autos. Vielleicht hat es aber auch geregnet und die Luft ist ganz frisch. Vielleicht merkst du schon, wie dein Atem schneller wird, wie dein Herz schneller schlägt, wie du ein bisschen aufgeregt bist. Falls ja, dann nimm dir vielleicht den Augenblick, um nochmal ein paar Atemzüge zu nehmen. Länger einatmen, als du ausatmest. Ruhig werden. Konzentration sammeln. Und bring deine Sinne zurück zu der Situation auf der Straße. Du siehst deine Bezugsgruppe um dich herum und die Fußgängerampel kommt auf grün, ihr geht auf die Straße, ihr zieht eure Warnwesten an, ihr breitet die Banner aus und vor euch steht eine Reihe Autos. Genau vor dir steht wahrscheinlich ein Auto und links und rechts neben dir steht deine Bezugsgruppe. Und jetzt hupen die Autos vielleicht. Vielleicht kommt jemand und beschimpft dich. Vielleicht kommt aber auch jemand und sagt Danke. Ruft weiter so, danke, was ihr macht. Und dann kommt das Kommando von der Bienenkönigin, euch jetzt hinzusetzen. Ihr setzt euch hin, spürt den Asphalt unter euch. Nimm dir einen Moment jetzt, um mal zu gucken, wie sich das jetzt anfühlt, auf der Straße zu sitzen. Spür dein Gewicht auf dem Boden. Spür, wie die Straße dich trägt. Aber nimm auch alle Gefühle wahr, die da auftauchen. Halt diesen Moment mal einen Augenblick fest. Ist da Sorge, ist da Aufregung, ist da Angst? Ist da vielleicht auch ein Kick, ein Rausch? Denke weiter daran, wie du auf der Straße sitzt. Fühlst du deinen Körper an? Bist du angespannt?
geht dein Atem schneller. Und klar, es ist super okay, wenn du Angst hast oder dich besorgt fühlst. Das ist normal. Aber auch wenn du Erfüllung spürst in dem Augenblick, ist es auch normal und gut. Und wir wollen in dem Augenblick nur wahrnehmen, was da ist. In diesem Augenblick auf der Straße, mit den Autos vor dir, dem Lärm, der Aufregung deiner Bezugsgruppe links und rechts. Stell dir nun vor, es ist später am Tag und du bist in der Polizeizelle. Du liegst auf der kühlen Holzbank mit geschlossenen Augen und der erste Teil des Tages ist vorbei. Wie fühlt sich das jetzt an in dieser Zelle, auf dieser Holzbank? Ist da eine Erleichterung? Ihr habt die Aktion durchgezogen, ihr habt es gerockt. Ist da vielleicht auch Sorge und Angst vor der Stille? Kommt eine Entspannung? Bleib auch einen Augenblick bei diesem Gefühl, bei dieser Situation und schau, wie sich das anfühlt, auch in deinem Körper. Vielleicht ist er auch stolz. Bestimmt ist er auch stolz. Auf jeden Fall kannst du stolz auf dich sein. Du hast eine Aktion durchgezogen. Du hast dich der Zerstörung in den Weg gestellt. Du hast gesagt Nein mit deinem Körper, mit allem, was du hast. Irgendwann dann kommst du aus der Gewahrsamszelle raus und du bist wieder bei deiner Bezugsgruppe. Vielleicht sitzt ihr in einem Café, vielleicht sitzt ihr in einem Park, vielleicht sitzt ihr in einer Unterkunft. Leute, die du kennst, mit denen du gerade eine schwierige Situation durchgestanden hast, Leuten, denen du vertraust. Ihr tauscht euch aus. Und jetzt richte vielleicht deine Gefühle nochmal, deine Aufmerksamkeit nochmal auf diese Gefühle von Anspannung, Angst und Sorge von vorhin, die du gespürt hast auf der Straße und in der Gewahrsamszelle. Du kannst diese Gefühle jetzt loslassen. Du hast es überstanden, du hast es durchgezogen. Und schau mal, was jetzt gerade hochkommt. Und jetzt, komm mal zurück hier in den Raum. Nimm wieder die Geräusche wahr, die vorbeifahrenden Autos, die Kinder, die draußen spielen. Spür wieder den Boden hier unter dir, diesen wirklichen schönen kleinen Parkettboden. Räkel dich vielleicht, streck dich. Und wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Danke euch. Ihr reflektiert jetzt einmal kurz mit eurem Buddy, wie das war, dieses sich vorstellen, wie es ist, durch einen Protest zu gehen. Und es gibt 3 Minuten pro Person. Eine Person spricht, die andere Person hört zu, der Buddy. Und dann gibt es noch 2 Minuten für kurz darüber zu sprechen. Und da stehen so ein paar Sätze, die euch vielleicht helfen, darüber zu reflektieren, was gerade passiert ist. Das könnt ihr auch gerne im Kino machen. Wenn ihr zu mehreren in einer Reihe sitzt, findet euch doch in Paaren zusammen. Vielleicht habt ihr ja die Übung gemacht. Und macht einmal so einen Austausch. Und die hinterm Bildschirm, die kannst aufschreiben. Oder der oder die beste Freundin erzählen. Genau. Sehr gut.
cool. Willkommen zurück auf jeden Fall. Wir haben jetzt kurz die Fragen besprochen und haben jetzt einige Gefühle gesammelt und wissen, wie es uns so geht. Genau. Was ich jetzt mit euch machen möchte, ist einmal noch mal kurz Input zu geben, was sollte man eigentlich mitnehmen in so einer Blockade? Sozusagen, wie packt man am besten seinen Rucksack? Erstmal, man hat bestenfalls keine gefährlichen Gegenstände dabei. Genau, sowas, gefährliche Gegenstände können zum Beispiel irgendwie eine, wie heißen diese, Sicherheitsnadel sein oder so. Ein Messer sollte man auch nicht dabei haben. Das heißt, den Apfel schon geschnitten mitnehmen. Und genau, was nimmt man so mit? Man nimmt so ein Sitzkissen mit. Wir haben verschiedene, das ist jetzt sehr dünn, damit man sich da drauf sitzt und bequem sitzt. Wir nehmen mit eine Warnweste, die ist ganz wichtig, damit wir einfach um die Sicherheit zu wahren und damit wir gesehen werden, zu erkennen sind. Was nehme ich noch mit? Am besten habe ich sehr gemütliche Kleidung an, so wie heute. Falls es regnet, eine Regenhose oder eine Regenjacke, am besten beides dabei. Genau. Dann habe ich dabei ein Buch, wenn ich irgendwie zwischendurch in der Maßnahme bin. Dann, weil ich nicht in der Rettungsgasse sitze und mich festkleben möchte, habe ich Kleber dabei. Dann habe ich noch ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr dabei, ein bisschen Kleingeld, um mir irgendwie noch was zu essen kaufen zu können oder, also genau, falls man es sonst so braucht. Man hat genügend Wasser dabei oder Mate. Essen, gibt ganz viele coole Snacks, die man sich mitnehmen kann. Medikamente für 3 Tage, damit man die sicher dabei hat. Und ein Personalausweis. Den zeige ich jetzt nicht in die Kamera. Und was ist, wenn du keinen Personalausweis dabei hast? Wir versuchen ja schon, mit unserem Namen und unserem Gesicht da zur Kampagne zu stehen. Genau, und auch die rechtlichen Konsequenzen zu tragen. Wir haben es jetzt nicht als Ausschlusskriterium, dass, wenn du keinen Personalausweis hast, nicht mitmachen darfst. Aber genau, wir haben das schon fast alle, also mehr als 99% haben den Personalausweis dabei. Dann auch gucken, dass der gültig ist. Und eine Kopie ist aber auch okay. Cool. Ach so, ein Banner wäre auch noch richtig cool. Genau, falls ihr, oder ihr habt wahrscheinlich alle keine Warnweste zu Hause oder einen Banner zu Hause, das sagt ihr dann euren BienenkönigInnen und die bringen euch das dann mit zum Protest. Ach so, und das Wichtigste habe ich vergessen. Was nimmt man nicht mit? Lauter! Das eigene Handy. Ja. Weil das eigene Handy verschwindet dann gerne 12 Monate lang in der Asservatenkammer der Polizei. Oder bis der Prozess abgeschlossen ist und vor Gericht geklärt wurde. Und das ist ja mal richtig boring. Ja. Außerdem, genau, also einerseits wäre es blöd für euch, irgendwie Handy weg, halbe Lebenskrise bei den meisten. Und genau, auch für uns, ne? Also die sind natürlich auch geschult, sich in sowas trotz irgendwie 5-stelligen Passwort reinzuhacken. Und dann sind halt auch unsere ganzen Datenbanken offen, beziehungsweise können die in allen Chats reinsehen und das wäre eher uncool. Also kein Handy im Protest. Die BienenkönigInnen haben immer ein Handy dabei und können für Notfälle dann aber auch nochmal telefonieren. Und genau, auch nochmal wichtig, den Fahrtweg davor irgendwo aufschreiben. Also auf einen Zettel oder so, damit man das nicht vergisst, wo man hin muss. Bla 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 bla, das waren wieder ganz schön viele Worte. Jetzt ist mal wieder Action. Action. Wir probieren aus, wie es ist, sich wegtragen zu lassen. Weil irgendwann wird eure Hand gelöst sein, aber dann sitzt ihr immer noch auf der Straße. Und wie macht ihr das am besten? Und es gibt 2 Möglichkeiten. Nee, es gibt 3. Du sagst mir gleich die 3. Oder ich kann als erstes die 3 sagen. Sag bitte als erstes die 3. Und zwar ist es, genau, man hat auch immer natürlich die Möglichkeit, selbstständig aufzustehen und zu gehen. Gerade wenn die sagen, oh, unmittelbarer Zwang,
Also es gibt Möglichkeiten, wie man das der Polizei sowohl einfacher als auch schwerer machen kann, weggetragen zu werden. Die können aber auch sagen, nö, gar keinen Bock, davon geht mein Rücken kaputt, wir wenden jetzt unmittelbaren Zwang an. Und das heißt, Schmerzgriffe. Achtung, Schmerzgriffe. Und dann drücken die so am Handgelenk rum und sowas und das tut weh und das ist, da geht nichts kaputt, aber das ist natürlich auch nicht schön. Und manchmal will man das auch, weil man halt sagen will, so ich gehe hier nicht weg. Ihr könnt mir sogar wehtun, ich gehe hier nicht weg, aber man muss natürlich wissen, ob man das will. Deswegen, erste Möglichkeit, aufstehen und gehen. Wenn die Polizei sagt, wir wenden gleich Schmerzgriffe an, kann man einfach sagen, alles klar, dann gehe ich lieber. Man kann aber auch sagen, ich mache mich zum Päckchen. Das ist so die zweite Möglichkeit, die man machen kann, wo es ein bisschen schwieriger für die Polizei ist, aber noch nicht ganz schwierig. Möchte jemand das demonstrieren? Ich habe schon mal gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, die Arme noch unter den Knien her, oder? Wir machen das mal zusammen, Carlo. Und zwar, du setzt dich auf deinen Popo oder du sitzt immer noch auf deinen Popo. Und dann machst du deine Füße, genauso wie du, Carlo, nach vorne. Und dann nimmst du deine Arme und verschränkst die unter deinen Kniekehlen. Und das machst du so, indem du so anfasst. So ist wo so. Und das einmal da drunter macht. Und dann kommt die Polizei. Bist du auch Polizei, Kilian? Immer. Und nimmt den Carlo hier einmal drunter und hebt den hoch. Und dann können wir Carlo tragen und irgendwo hinsetzen. Und das ist halt für die Polizei relativ einfach und das ist aber auch für dich selbst als blockierende Person, danke Carlo, ist das natürlich angenehmer, weil die gut packen kann, die zerren nicht, man schlägt nicht irgendwo rum. Man kann es aber auch noch schwieriger machen für die Polizei. Und zwar, be water, my friend. Also man macht sich im Prinzip zu so einem schlaffen Sack, als wenn man so einen Schluck Wasser, Kilian zeigt uns das auch bestimmt nochmal gerne. Und dann gibt es jetzt keine Schmerzgriffe, aber ihr könnt ja vielleicht, ouch, aber vielleicht könnt ihr Lisa und Lilly, vielleicht könnt ihr ja einmal versuchen, gerade ihn wegzutragen. Okay. Genau, also erstmal ist das Risiko da höher, geschliffen zu werden. Und auch, ne, was man aufpassen sollte, ist immer noch so ein bisschen der Kopf. Weil wenn ihr einen Schluck Wasser seid, dann wäre es sonst unpraktisch, wenn ein Schluck Wasser an der Steinkante oder Bürgersteig kommt. Genau, und dann kann man versuchen, so Kilian hochzunehmen. Und es ist halt, also... Es ist so schwer, nicht weil... Und dann kann man, also dann könnten wir jetzt Kilian einfach ziehen oder auch nicht. Ja, und dann können wir gehen. Umherziehen. Das macht es deutlich schwieriger, wie man es gesehen hat. Das ist eure freie Wahl. Wie schwer wollt ihr es der Polizei machen? Vielleicht habt ihr an einem Tag Bock, richtig rebellisch und nervig zu sein und ihr macht einen Schluck Wasser und am anderen Tag sagt ihr so, boah, ich habe eh schon Kopfschmerzen. Wenn die Polizei sagt, steh bitte auf, dann stehe ich auf und gehe und es ist alles cool. Das könnt ihr alles machen, wie ihr Lust habt. Vielleicht noch zwei Sachen. Am besten keinen Pferdeschwanz an dem Tag tragen, weil da vielleicht auch mal eine Passantin oder ein Passant dran zieht. Und vielleicht keine Ohrringe, Nasenringe oder anderen Schmuck, der verletzen kann. Und dann ist die Straße vielleicht irgendwann frei. Aber während ihr da noch sitzt, gibt es ja noch nicht nur die Polizei, die da euch weghaben will, sondern auch schimpfende Passantinnen. Und was machen wir mit denen, Lisa? Man versucht zu deeskalieren. Und ihr habt euch wahrscheinlich alle schon gefragt, was dieses wunderschöne Plakat hinter uns zu tun hat mit dem heutigen Protesttraining. Dazu kommen wir jetzt. Ihr kennt es wahrscheinlich alle, gerade auch aus Szenen, die wir irgendwie auf Social Media verbreiten. Wir erfahren Gewalt. Gewalt von PolizistInnen, aber auch von PassantInnen. Und da sieht man es immer wieder, okay, wir werden oftmals angeschrien, beschimpft, aber auch teilweise körperlich angegriffen. Und natürlich kann man nicht jede Person deeskalieren und runterbringen, aber wir haben hier so 5 Schritte heute mitgebracht, die dazu helfen können und die so in Kontakt treten können, dass die Menschen bestenfalls deeskaliert werden. Und dann fangen wir mal mit dem ersten Schritt an. Also wir können uns jetzt alle einmal kurz bildlich vorstellen, hey,
Wir sitzen gerade in der Blockade und da werden wir gerade angeschrien, weil ein Mensch unbedingt durchkommen möchte. Und dann ist der erste Punkt, den wir machen, wir atmen erstmal langsam ein, um uns zu beruhigen. Denn nur wenn man selbst ruhig ist, ist man auch in der Lage, andere Menschen zu beruhigen. Dann, wenn man Zeit hat, also es sind jetzt auch keine 5 Schritte, die ihr irgendwie auswendig kennen müsst und genauso in der Reihenfolge anwenden müsst, aber es sind einfach 5 Schritte, die das Ganze einfach machen, besonders in Stresssituationen, wo es sowieso sehr reizüberflutend ist, kann man sich daran erinnern, hey, wir haben doch die 5 Schritte. Dann kann man sich nochmal daran erinnern, dass dieser Mensch auch einfach nur ein Mensch ist und genauso menschlich wie wir alle, auch die AutofahrerInnen. Und dann hören wir einfach mal zu, was dieser Mensch zu sagen hat. Also wirklich mal aktiv zuzuhören, also anzuhören und auch ehrlich und aufrichtig zuzuhören, was dieser Mensch zu sagen hat. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt und das ist mit einer der wichtigsten Schritte, das Ganze wirklich authentisch wiederzuspiegeln, was dieser Mensch gesagt hat. Also Raphael hat mir jetzt gesagt, hey, ich muss unbedingt durch, weil ich habe einen Arbeitstermin. Und ich sage, dann kann ich sagen, okay, ich hab Ihnen zugehört, ich habe es verstanden, Sie müssen zum Arzt. Und das, was Raphael wahrscheinlich machen würde als nächsten Schritt, ist, das Ganze zu wiederholen. Und irgendwann merkt dieser Mensch, okay, ich hab denen das jetzt erzählt und die haben das wahrgenommen. Also dieser Mensch fühlt sich wahrgenommen. Und man kann sich auch entschuldigen, also wirklich sagen, hey, es tut mir aufrichtig leid, dass ich Sie hier gerade so massiv störe oder Sie in diese Situation gebracht habe, weil man ist ja schon einfach, also man ist ja ganz klar Verursacher dieser Situation. Und wenn dann Raphael gemerkt hat, okay, ich werde gehört und irgendwie merke ich aber auch, okay, die Menschen, die auf der Straße sitzen, sind da jetzt relativ kompromisslos und wollen einfach nicht aufstehen, weil dieses Fernziel, was wir haben, halt einfach super groß und super wichtig ist. Dann kann ich bitten, hey Raphael, möchtest du vielleicht wissen, warum ich hier heute sitze? Warum sitzt du hier heute? Ja, und dann kann man anfangen zu erklären. Zum Beispiel? Genau, halt einfach, weil ich nicht weiter hinnehmen kann, dass unsere Lebensgrundlagen gerade den Bach runtergehen und dass wir die gerade am Verlieren sind. Und ich habe auch total Angst, ich bin... Aber ich muss zum Arzt, ich habe einen Arzttermin. Das kann ich total verstehen, Raphael. Oder auch am besten ersitzen. Das kann ich total verstehen, ich kann sie total verstehen. Ich habe eine Angst und ich glaube, wenn wir jetzt nicht handeln, dann ist es halt zu spät und dann können wir schlimmstenfalls irgendwann gar nicht mehr zu Ärzten gehen, weil alles andere viel wichtiger sein wird, weil wir uns darum kümmern müssen, wie wir uns ernähren und Hunger leiden müssen. Und an dem Punkt in so einem Gespräch passiert es entweder, dass die Person weiter eskaliert oder aber sie ist auf einmal empathisch und versteht so, ah ja, da ist ja auch ein Mensch vor mir und beruhigt sich. Und das weiß man aber nie. Und es entstehen aber auch tolle Gespräche. Also letztes Mal standen 2 Bauarbeiter neben mir, die geschimpft haben. Und dann irgendwann waren wir uns aber alle einig, dass der Planet kaputt geht. Und der eine erzählt dann, ich habe auch Kinder und ich finde es auch scheiße, wenn die Menschen immer Kippen auf den Boden werfen und er hebt die immer auf und. Und letztlich waren wir uns dann irgendwie auch einig, auch wenn die es natürlich immer noch nicht cool fanden, dass wir da saßen. Aber es gibt also auch schöne verbindende Momente über diese Gespräche, die erstmal sehr eskalativ beginnen. Und jetzt würden wir euch nochmal kurz ein kleines Rollenspiel machen, wie das denn aussehen kann auf der Straße, wie es sich anfühlt als Autofahrer, Autofahrerin und wie es sich aber auch anfühlt, da zu sitzen. Genau, also nochmal vorab zurück zum Deeskalieren. Mir ist komplett klar, dass das nicht jeder kann und sich auch nicht jeder darin wohlfühlt und vielleicht auch gar nicht authentisch sein kann in dieser Situation. Das heißt, ihr müsst nicht deeskalieren. Das ist auch unglaublich normal, wenn ihr da sitzt und euch denkt, okay, ich lasse es über mich ergehen, komme was wolle sozusagen. Es sei denn, es kommt ein Rettungswagen, da steht ihr natürlich auf, wenn ihr in der Rettungsgasse sitzt. genau, aber wenn ihr merkt, okay, ist gar nicht meins, dann sagt ihr eurem Buddy, hey, ich kann überhaupt nicht deeskalieren, kannst du das vielleicht? Denn das ist vielleicht so eine Person wie ich und die sich denkt so, ja mega, hab voll Bock drauf. Denn ist Win-Win, die weiß Bescheid, okay, wenn ihr angeschrien werdet oder genau, es zu einem Konflikt und einer Eskalation kommt, dann weiß euer Bodypaar, okay, da gehe ich jetzt dazwischen. Andersrum, ja, genauso. Wie Raphael gerade eben schon erzählt hat, wir machen jetzt ein kleines Rollenspiel. Und zwar würden wir euch einmal in Menschen, die die Straße blockieren, einteilen. Und einmal Menschen, die AutofahrerInnen darstellen werden. Mir hilft die Übung immer selbst unglaublich auch zu merken, okay, die AutofahrerInnen, die haben einen Grund, warum die so wütend sind.
Ihr könnt euch jetzt zum Schreiten. Carlo, Lilly, wollt ihr AktivistInnen oder AutofahrerInnen sein? Nicht AktivistInnen, wir sind BürgerInnen. BürgerInnen, Scheibenkleister. Wir sind besorgte BürgerInnen, AktivistInnen sind wir nicht. Raphael, ich glaube, wir beide müssen die AutofahrerInnen sein. Ja, okay, dann sind wir die beiden AutofahrerInnen. Bip, bip! Hey, was ist das denn? Oh nein, nicht die! Das sind die Klimakleber. Also, was macht denn ihr hier schon wieder? Was soll das denn? Hallo, ich habe einen Autotermin, ich habe einen Arbeitstermin. Ich habe eine kleine Baufirma, ja, ich habe eine kleine Baufirma und ich muss zur Arbeit. Könnt ihr mal bitte von der Straße, gehen? Du bitte auch, geh mal bitte von der Straße. Warum gehst du eigentlich von der Straße runter? Ich habe einen verdammten Termin. Ich habe einen Termin, ich muss zur Arbeit. Ey, was, ich hab dir doch gerade gesagt, du sollst verdammt nochmal von der Straße runter. Du, ihr seid so nervig, ich könnte dir nicht mal einen Job suchen. Hast du keine Eltern? Was ist mit deinen Eltern? Haben die dir keine Manieren beigebracht? Ah, meine Firma geht eh schon den Bach runter. Weißt du, wir hatten gerade Corona. Alles ist eh schon. Hallo? Hast du den Knall nicht gehört oder was? Hast du den scheiß Knall nicht gehört oder was? Ja, ich lebe aber gerade glücklich im Plan, lebe ich wegen meiner nur noch 2 Jahre. Das muss jetzt trotzdem hier erstmal Geld machen. 2 Jahre, 10 Jahre, 5 Jahre. Ich habe jetzt eine 5-jährige Tochter zu Hause sitzen, ja? Soll die in 2 Jahren dann... Tut uns leid, deshalb sitzen wir hier. Deswegen sitzen sie hier, ja? Damit ich meiner Frau, meinen Kindern was zu essen machen kann, ja? Deswegen sitzen sie hier. Sag doch auch mal was. Ja, jetzt sitzen die hier wieder auf der Straße. Wird gerade durchfahren. Gleich klatscht, ja? Aber kein Beifall, ja? Das machen vielleicht andere, ja? Aber nicht wir. Meine Güte, das ist jetzt nicht zu fassen. Das ist jetzt nicht. Jetzt schon wieder hier. Ich hab darauf keine Lust. Komm, wir ziehen einfach in 2 Richtungen. Ja. Gut. Mann. Realität. Realität. Okay. Gut. Einmal ausschütteln. Einmal ausschütteln. Okay, dann kommen wir noch mal kurz zusammen. Wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Wir besprechen jetzt gleich noch mal, wie es für uns so war und wie wir uns dabei gefühlt haben. Für die Leute hinterm Bildschirm ist es jetzt zu Ende. Ihr könnt auch noch mal gerade kurz überlegen, so wie war das gerade zu sehen, diese Gewalt, sich auch vorzustellen, da zu sitzen. Ist vielleicht sogar als Zuschauer noch ein bisschen schwieriger, als in der Situation zu sein, weil wir können es jetzt wieder ausschütteln und ein bisschen lachen. Es ist krass. Aber es ist auch nichts, was man nicht überstehen würde. Und tatsächlich überwiegt bei vielen, bei mir, ich glaube bei dir auch, das Gefühl von Empowerment und das Gefühl, endlich was zu tun, handlungsfähig zu sein und der Klimakrise was entgegenzusetzen. Ja, genau. Also danke erstmal, dass ihr so fleißig zugeschaut habt und Interesse dafür habt. Genau, die nächsten Schritte sind jetzt so ein bisschen, wir verlinken euch E-Mails in die Videobeschreibung. Genau, da könnt ihr euch melden. Und für die, die im Kino sitzen, geht es jetzt mit Programmen noch ein bisschen weiter und Aufnahme von Kontakten und auch nochmal ein Austausch. 5 Minuten Pause und dann kommt eine Moderation. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.